appelliere in dieser Stunde deshalb an das ganze deutsche Volk, an der Spitze aber meine alten Mitkämpfer und an alle Soldaten, sich mit einem noch größeren, härteren Geist des Widerstandes zu wappnen, bis wir wieder wie schon einmal den Toten dieses gewaltigen Ringens den Kranz mit der Schleife auf das Grab legen dürfen. Und ihr habt doch gesehen.